Schock für alle Hannover 96-Fans. Edgar Pripp erleidet erneut einen Kreuzbandriss. Auch am Tag danach ist die Stimmung gedrückt, das Gelände immer noch menschenleer. Schon zu Beginn der Saison erlitt der 96-Kapitän einen Kreuzbandriss, der ihn lange ausfallen ließ. Das Training heute hinter verschlossenen Türen ohne den langzeitverletzten Kapitän. Auch die Fans haben ihre Meinung dazu. Wenn die Platzsituation, hat man jetzt auch in Gladbach auch gesehen, momentan sind die Rasensituationen überall aufgrund des Winters natürlich dementsprechend bescheiden. Und das trägt sicherlich was dazu bei. Ich war jetzt nicht mehr im Training dabei, weiß ich nicht, ärgerlich. Sehr bitter, Kreuzbandriss immer doof, hatte ich selber ein paar Mal. Ich wünsche ihm alles Gute, hoffe, dass er zurückkommt und dann bei Hannover noch weiterspielt und dass man mit ihm auch noch verlängert. Die Nachricht war ein Schock für alle Spieler, Trainer und Verantwortliche des Vereins. Für Eddie und uns ist diese Diagnose unfassbar bitter. Aber uns ist es wichtig, ganz klar zum Ausdruck zu bringen, wir werden ihn in dieser Situation auf gar keinen Fall alleine lassen. Zum Glück für 96 erlitt heute kein Spieler schwerere Verletzungen, sodass das Golfkart ohne Verletzte den Platz wieder verlassen konnte. Im Saisonendspurt eine gute Situation für den Verein.